Moin, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der große Gott, der die Liebe ist, in Jesus sichtbar ist, über die Taufe zu sagen hat. Ihr könnet die große Gnade des Wortempfangs nicht ermessen. Es wird euch doch jede Frage von mir beantwortet und jeder Zweifel in euch vertrieben, wenn ihr euch nur immer an mich wendet um Aufklärung. Zwar beantworte ich euch auch gedanklich solche Fragen, doch ihr seid euch oft nicht sicher, ob die Gedanken von mir euch gegeben sind. Und darum werden auch eure Zweifel nicht vertrieben, wohingegen das euch zugeleitete Wort euch beglückt, so wie ihr die Gnade des Wortempfangs in Anspruch nehmt. Es sind noch viele Fragen, die euch Menschen beschäftigen. Und es würde nur eine gläubige Bitte zu mir genügen, das euch Aufschluss würde. Aber ihr richtet viel zu selten solche Bitten an mich und seid euch also auch noch nicht recht der großen Gnade bewusst, die ihr auswerten dürfet. Jede Menschenseele bedarf einer gründlichen Reinigung, eines Bades, das sie von allen ihren Schlacken reinigt, das sie erfrischt und belebt und sie fähig macht für die Arbeit, die sie auf Erden zu leisten hat. Und jede Menschenseele muss bereit sein, diese Reinigung an sich selbst vorzunehmen oder über sich ergehen zu lassen, in der Erkenntnis, dass sie zuvor nicht so ist, wie ich sie haben will, wie sie sein muss, um sich mir nahen zu können und ewiglich bei mir zu verbleiben. Ein solches Reinigungsbad ist aber nicht rein äußerlich zu verstehen. Es ist ein Akt, der sich innerlich abspielen muss, der nur dadurch auch äußerlich erkennbar wird, dass sich im Wesen des Menschen eine Änderung vollzieht, die also auch dem Menschen selbst die Gewissheit gibt, sich aus einem Sumpf emporgearbeitet zu haben, durch ein erfrischendes Bad gegangen zu sein und diesem nun völlig gereinigt zu entsteigen. Ein Wasser aber, das klar ist und erfrischende Wirkung hat, kann kein totes Gewässer sein. Es muss ein fließender, lebendiger Strom sein. Ein Wasser, das die Kraft hat zu reinigen und zu beleben. Lebendiges Wasser also benötigt ihr. Und ihr wisset auch, was unter dem lebendigen Wasser zu verstehen ist. Immer wieder fordere ich euch auf, an den Quell zu kommen, dem das lebendige Wasser entströmt. Immer wieder will ich, dass ihr hineinsteiget in das Meer meiner Liebe, dass ihr untertaucht, dass ihr von mir selbst euch taufen lasset mit meinem Wort, das allein die Kraft hat, in euch eine Wandlung zu bewirken, das eure Seele reinigt und neu belebt, dass ihr erst das rechte Leben gibt. Wenn ich also zu meinen Jüngern gesagt habe, taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, so ist darunter nichts anderes zu verstehen, als dass sie in meinem Namen den Menschen mein Wort bringen sollen, das lebendige Wasser, das in mir seinen Ursprung hat, dass sie also zum Quell sich begeben müssen, die Liebe selbst, der Vater, bietet es euch den Menschen dar, was euch zu tiefster Weisheit gelangen lässt, wenn ihr das Wort auslebet und dadurch den Geist in euch zum Leben erweckt, der euch hellste Erkenntnis gibt. Eure Seele braucht dieses Wort, das allein eine solche Wirkung hat, wie es das klare Wasser auf den Körper ausübt, dass sie gekräftigt dem Bade entsteigt, tauglich für jede Arbeit, die dann verlangt wird. Und so sollten meine Jünger allen Menschen mein Wort bringen. In Liebe sollte ihnen Köstliches dargeboten werden, dass es wieder Liebe in ihnen entzünde und dem Geist in ihnen das Leben gebe. Lebendiges Wasser aber hat nur in mir seinen Ursprung. Ich selbst bin der Quell, dem das lebendige Wasser entströmt. Und es muss jeder Mensch herabsteigen in den Brunnen meiner Liebe, um göttliche Weisheit zu empfangen und sie auch erkennen zu können durch seinen Geist.
Dies ist die Taufe, die jeder Mensch empfangen haben muss, um Mitglied der Kirche Christi zu werden. Der Kirche, die ich selbst auf Erden gründete, und darum ist vorerst euer Wille erforderlich, der sich frei entscheiden muss, in die Fluten meiner Liebe hinabzusteigen, mein lebendiges Wort anzunehmen und dadurch seine Seele nun einer Reinigung zu unterziehen, die dann meine Gegenwart möglich macht. Es sind meine Worte immer nur geistig zu verstehen und niemals wird ein äußerlicher Vorgang die innere Umgestaltung des Wesens, die Läuterung einer Seele zu Wege bringen. Und darum müsstet ihr Menschen stets den geistigen Sinn meiner Worte zu ergründen suchen, der euch aber auch ganz verständlich sein wird, wenn ihr mich selbst im Herzen um Aufklärung bittet. Denn so euer Verlangen danach ernst ist, werdet ihr dann auch nicht anders als recht denken können. Dann aber nehmet ihr auch ohne Widerstand mein Wort an, so es euch von meinen Jüngern gebracht wird. Und dann steiget ihr in meine göttliche Liebeflut. Ihr empfanget die Taufe. Meine Liebe erfüllet euch mit meinem Geist und führet euch in die Wahrheit. Liebe, Weisheit und Kraft sind nun sein Anteil. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind der Seelen ständige Begleiter, die sich taufen ließen mit dem Wasser des Lebens und der Liebe. Amen.